So, herzlich willkommen zurück, liebe Leute, bei The Evil Within The Assignment. Ich bin René und ich spiele jetzt hier Julie Kidman, die Partnerin von Sebastian Castellano und Joseph Oder. Also er heißt Joseph Oder. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Joseph Partnerin bin. Nein. Eine von drei Polizisten, die in diese unheimlichen Fälle verwickelt wurden, wobei wir jetzt mit Julie herausgefunden haben, dass sie gar keine Rookie-Polizistin ist, wie im Spiel angedeutet bisher, sondern Julie Kidman ist Mitglied einer gewissen Geheimorganisation namens Möbius. Was das Ziel dieser Organisation ist? Naja, der Chef... Ja, genau der hier. Das ist ein bisschen creepy, dass er auftaucht, wenn ich ihn nenne. Find Leslie and bring him back. That's all that matters. Gut, ich muss gar nichts mehr sagen. Sie spricht für mich. Leslie finden, zurückbringen, das ist alles, was wichtig ist. Was haben wir jetzt da gemacht? Ah, wir haben es ausgedruckt. Please guide subject construct facial, hand, and neural profile. I don't think anyone's gonna help me out with this. Okay, wir sind hier gerade im Biometrics-Labor und unser Status wurde auf Deceased gesetzt, deswegen können wir nirgendwo durch, wo wir eigentlich durch wollen. Deswegen müssen wir jetzt anscheinend uns neu registrieren mit, was war's? Handabdruck, Augenabdruck und noch was? Ich glaube Stimmerkennung. Das ist wohl mal die Gesichtserkennung. Genau. Facial profile constructed. Matches deactivated account, Julie Kidman. Reinstating profile. Sehr gut, ich wurde wieder auf lebendig gesetzt. Vermutlich brauche ich jetzt trotzdem noch den Handabdruck und Stimmerkennung, schätze ich mal. Für den Fall, dass jemand meine Leiche hier umstarrt. Natürlich, natürlich bist du nicht tot. Natürlich bist du nicht tot, stirb. Warum kann ich nicht einfach jeden Zombie so töten? Der ist sicher noch am Leben. Aber den möchte ich auch hier einfach eintreten. Nein, der ist tot. So, wenn die blutigen Flecken in dieses Loch hier reinführen, möchte ich da nicht rein. Mein Menschenverstand sagt mir eigentlich, da willst du nicht hin. Ich höre. Was höre ich hier? Irgendwelche schmatzenden Bewegungsgeräusche. Wow. Und das ist weg. Da ist die Handerkennung. Oh, da ist es dahinter. Shit. Shit. Beeil dich, beeil dich. Ach du Scheiße. Ist das behindert? Oh nein, da ist noch eines. Hä? Oh Gott, wieso jagt er jetzt den? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell hier weg. Ist es überhaupt sicher, durch die Lüftungsschächte zu gehen, wenn die Viecher da auch herkommen? Oh mein Gott. Nein, das ist nicht sicher. Ich muss schnell weiter. Wenn ich mich da hinstelle, nämlich, dann läuft es vielleicht immer vorbei. Glaube ich. Na gut, ich werde aus der Deckung rausgehen und da reingehen. Hier. Ach ja, okay, das dachte ich mir. Maybe it's mine? Ah, das macht Sinn. Schnell weiter. Ja, sie gehen ja nur auf Geräusche, ha? Huh? Okay.
Okay, das ist gut. Das ist gut. Da muss ich halt versuchen, so leise wie möglich zu sein hier. Nope, das haben sie wohl gehört. Flasche? Ich habe keine Flasche mit. Mist. Okay. Ich kann hier vielleicht dran vorbei. Ja, ich kann vorbei. Okay, der frisst hier. Ich kann dran vorbei. So, jetzt habe ich ein Problem. Nein, ich kann eh an dem vorbei. Sehr gut. So leise wie möglich sein. Okay. Luring Enemies. Mit R kann ich einen Enemy callen. Das weiß ich schon. Ich will das nur einfach nicht machen hier. Doch, ich muss das hier machen. Ah, wie komme ich denn. Wie kann ich dich denn hier weglocken? Muss ich da hoch? Kann ich den herlocken und dann hochgehen? Was bringt mir das dann? Kann ich da irgendwas machen, um ihn zu vertreiben? Oh, was habe ich hier? Oh, wie toll. So ein leichter Puzzle ist das. Ja. Na gut, machen wir das. Wir kriegen das hin. Wir müssen nur dazu schauen, dass wir alle Lichter in eine Ecke bündeln und dann ausschalten. Nein, wir müssen alle Lichter einschalten. Na gut, kriegen wir auch hin. Ein Stück von einem Brief. Okay, ob das wichtig ist, wissen wir nicht. Eine Flasche. Sehr geil. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Denn jetzt kann ich... Hallo. So, wenn das Viech da steht, kann ich jetzt versuchen, die Flasche... drüber zu werfen. Sehr gut, er ist voll aggressiv auf das Geräusch und klettert dorthin und ich kann hier unten durchklettern. Sehr schön. Sehr schön, sowas gefällt mir. Die Stelle gefällt mir, das mag ich. Weiter. Ja, hier ist wieder ein Schalter, ein Hebel. Oh, es geht genauso weiter, wie es angefangen hat. Oh. Das hat er gehört, deswegen geht er dahin, aber ich kann mich schön darauf vorbeischleichen. Oh oh, hier ist Sackgasse. Oh. Wo muss ich denn hier hin? Oh shit, oh shit, oh shit. Geh weg. Hier gibt's doch nichts zum Hingehen. Ja, jetzt habe ich ein Problem, denn jetzt ist der... Okay, ich kann versuchen, da eine vorbeizuschleichen. Nope, das geht nicht. Alter. Jetzt platzt einfach. Hm. Da komme ich nicht mehr raus aus der Ecke. Da darf ich mich gar nicht reinbegeben. Da darf ich gar nicht hin. Gut, gut zu wissen. Dann muss ich vielleicht... Ah, ich muss vielleicht warten, bis dieses... bis diese Metallgatter hier drüben auch die Öffnung hergibt. Ja, das muss ich schon... Ah. Jetzt schnell durch. Okay, ganz gut soweit. Oh, da ist noch einer. Der läuft wild herum.
aber nur im Kreis. Also kann ich ihm im Kreis hinterherlaufen. Shit, der ist zu schnell wahrscheinlich, der ist zu schnell. Shit, 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 shit. Okay, das hat funktioniert, glaube ich. So, muss ich dahin? Nein. Das ist nur so eine Ecke zum Warten. Ey, komm nicht daher. Oh Gott. So, jetzt kann ich auch an die vorbei. Kann daher, glaube ich. Wenn ich daher muss. Ja. Oh mein Gott. Muss ich da durch? Wo muss ich da hin? Ah, die ist die Leiter hier, okay. Ich kann aber die Flasche hier nehmen. Und ihn erstmal weglocken, indem ich. Gut, okay. Jetzt muss ich zeitlich genau aufpassen. Schon, geh raus, geh raus, geh raus. Okay, das ist ganz gut so. Und hoch, 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 hoch. Wieso nicht? Die Leiter, das funktioniert nicht. Wieso nicht? Ah, ich muss das erst daher ziehen. Okay, das schaffe ich. Schon. Das ist laut sicher. Ah, es hat funktioniert. Hochklettern. Hochklettern. Trudy, hochklettern. Sehr gut. Drauf. Yes! Learning by dying, exakt so ist es. Nicht unbedingt mein. Ja, mit Dark Souls funktioniert das, aber hier ist es ein bisschen. Nee. Aber solange man nicht extrem lange Wege gehen muss, nachdem man gestorben ist, passt das schon. Sehr gut, hier haben wir die Stimmerkennung. Diese Stimmerkennung, ah, das ist Gehirn. Röntgen. Insubordination? That doesn't make any sense. Whatever. I should be able to open those doors now. Okay. Ooh, a nice file. Kidman, Julie. You've assembled quite the resume, I see. They taught you to read at the police academy? I'm impressed. Your attitude won't be necessary today. What is this place? Why am I here? You've been arrested, Miss Kidman. And you're currently being detained. I'm sure even you could decipher that. That's not what I asked. This isn't a regular interrogation room. They don't give you cushy chairs when you're about to be sent to lockup. No current address. On your own since 14. A runaway, it seems. Quite impressive you made it this long without coming to your senses. If your street smarts are that keen, I'd imagine you'd have turned yourself around by now. It's more about survival. You think I'm pissed I got caught? At least I get free food in jail. It's all good to me. What if I told you that today could be different for you? You're a smart kid, you've got nothing to lose, no one to miss you. A person with those qualities could be open to very specific opportunities. What are you saying? You offering me a get out of jail free card or something? Not quite that, but something close. I'm listening. Und so kam Julie zu Möbius. Okay. Haben wir hier eine schnelle Methode, um zurückzukommen? Oh. Können wir darauf klettern? Nein. Was ist das für ein. So, ich habe die drei Schritte gemacht. Ich kann jetzt eigentlich aus dem Biometrics Labor wieder raus. Oh, 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 okay. Ich verstehe. Oh, mehr Glück als Verstand hier gerade bewiesen. Aber das macht nichts, denn wir haben es geschafft. Oder so.
Vielleicht auch nicht. Mhm. Kann ich raus? Oh, andere Seite. Ach ja, da sind wir. Dann speichern wir einmal. Komm her, Katze. Und weiter geht's. Es ist sehr interessant, wie sich jetzt dieser DLC in die Story einfügt, denn ich bin nicht ganz sicher. Ich bin nicht sicher, ob wir jetzt hier in der echten Welt sind. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir nicht in der echten Welt sind, denn diese Zombies gibt es, glaube ich, nicht. Ey, wieso nicht? Achso, weil ich nicht gedrückt bin. Die Zombies gibt es eigentlich in der echten Welt wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die gibt es nur in der Gedankenwelt. Außerdem haben wir auch schon Rubik gesehen. Also wir sind ganz, ganz sicher in der Rubik-Gedankenwelt schon. Die Frage ist nur, wie spielt das halt zusammen? Denn wo in der Timeline sind wir jetzt hier gerade? Und wie hängt das mit Judys Auftrag zusammen? Vielleicht ist das dieses ganze Thema, dass sie untreu war Mobius gegenüber. Vielleicht ist das nur so eine... Oh! Joseph! Vielleicht ist das nur so eine Art Thematik, die sich in ihrem Kopf festgesetzt hat. Eine Art Albtraum. Oh nein! Wer stirbt hier schon wieder? Oh, was ist das? Okay. Oh, was ist wieder? Ist das ein Pfeil? Ja. Patients emerging from the stem are becoming more erratic. The pathologies seem to be amplified by the experience now. Even worse, patients now seem to experience each other's psychological trauma. It's as if the user's deepest fears linger within the encephalon of the system, even after the session is over. The most concerning thing are their most recent statements. Every single patient claims to see a hooded figure slowly approaching them. Could it be him? His consciousness existing as a ghost in the system? My curiosity has never been piqued like this. I want to know. I want to see what they see. But it's too risky. For now. Ja, wie das ausgeht, wissen wir ja. Der Doktor, der... Hey, nein, 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 nein. Ich hasse das, dagegen kann ich mich nicht wehren. Aber zum Glück heilt sich Julie von selbst. Von daher sind solche Shenanigans nicht so dramatisch für uns. So, wir haben einen Server Room gefunden. Und er ist so aufgebaut, als ob ich mich hier gleich verstecken müsste vor irgendjemanden. Und ich sage irgendjemanden. Denn ich denke, dass unsere liebe Freundin, die Mörderfrau, gleich kommt. Ist hier irgendwo ein Deckending, wo sie durchbrechen könnte? Schauen wir mal. Ich verstecke mich gleich schon mal. Denn ich glaube, dass mit diesem Aufzug etwas nicht so Freundliches kommen wird. Ich wusste es. Da ist sie, ich wusste es. Ich hab's so gewusst. Ist sie jetzt direkt in meinem Gang, Mann? Oh Gott, doch, sie ist direkt in meinem Gang. Aha, geil. Ja, großartig. Scheiße. Holy fuck, ich kann weglaufen, aber das wird knapp. Entschuldigung.